Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zelda, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Warum will ich immer nur Zelda Ocarina of Time sagen? Ich weiß es nicht. Das ist mir jetzt schon mehrmals passiert. Ja, und jetzt sind wir auf dem Gebirgspfad. Wir haben Kakariko hinter uns gelassen. Vorerst. Da wird nur Kakariko stehen. Na, komm her. Ja, klar. Bam. Du bist Geschichte. Oh ja. Ja. Und jetzt begeben wir uns halt einfach mal diesen Berg hoch. Den Felsen. Na. Oh ja, von unten in den Bauch geritzt. Hallo, schieß halt, wenn ich drück. Mein Gott. Ah, aber immerhin gibst du einen Haufen Herzen, warum auch immer. Und sollte mich nicht dauernd treffen lassen. Dodongos Höhle, betreten ohne Erlaubnis verboten. Wir haben für alles die Erlaubnis. Hallo Gorone. Ich bin ein Gorone. Wir sind Steinfresser und leben auf dem Todesberg. Siehst du den riesigen Fels dort drüben? Er versperrt den Eingang zu Dodongos Höhle. Die Höhle ist für uns Goronen sehr wichtig. Dort lagert unsere Nahrung. Vor kurzem sind einige Dodongos in der Höhle aufgetaucht. Seither war die Höhle für uns ein äußerst gefährlicher Ort. Über dem Eingang der Höhle sah ich ein Gerudo in schwarzer Rüstung, aber den Fels mit magischer Kraft vor dem Eingang platzierte. Einen Gerudo in schwarzer Rüstung, der den Fels mit magischer Kraft vor dem Eingang platzierte. So, Entschuldigung. Wenn du schon hier bist, solltest du auch Goronia besuchen. Die Stadt liegt weiter oben auf dem Berg. Es ist gar nicht mehr weit bis dorthin. Ja, dann werden wir halt mal gehen. Ah, was willst du, Navi? Wissen, was Salia wohl sagen würde, wenn sie wüsste, dass wir Hyrule retten. Alter. Noch crappiger können deine Aussagen nicht werden, oder? Vor allem, wie kommst du gerade jetzt darauf? Na, Lava. Rede mit mir. Man sagt, dass auf dem Gipfel des Todesbergs eine wunderschöne Fee lebt. Willst du sie besuchen? Eine Fee. Oh ja. Yeah. Ich glaube, die besuche ich. Aber ich kann nicht. Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. Nochmal so ein Riesenfelsen. Ich hoffe, ich krieg hier Bomben. Und das kann ich, denke ich, sagen, weil da ist... Ihr kennt das ja. Ich stehe hier, um den Donnerblumen Schatten zu spenden. Möchtest du mich etwas fragen? Wissen wir zwar, aber egal. Die Blumen, die dort wachsen, sind Donnerblumen. Es sind explosive Höhlenpflanzen, die nur auf diesem Berg wachsen. Das ist eine Lüge! Normalerweise wachsen sie nur in dunklen Höhlen, daher ist dieses Exemplar hier sehr selten. Mit einem Goronen-Armband könnten selbst ein kleines Kind wie du die Blumen mit A pflücken. Aha. Ein Wunder der Natur, die Donnerblume vorsichtig nicht pflücken. Warum denn nicht? Ich will aber... Okay, hier kommen wenigstens keine Gegner nachts, also kann ich hier getrost auch... Nein! Cool. Goronia. Klingt wie eine Goronenfrau, aber nein. Oh, ich bin so hungrig. Jeder hier muss Hunger leiden, weil der Eingang zur Höhle verschlossen ist. Wir sind vom Aussterben bedroht.
wenn es nur eine Möglichkeit gäbe, Dodongos Höhle zu öffnen. Seit Wochen ist sie verschüttet. Es ist so tragisch. In der Höhle lagern die besten und köstlichsten Steinvorräte. Doch wie es scheint, müssen wir nun auf diesen Genuss verzichten. Dabei sind wir Goronen Feinschmecker, die sich nur schwerlich an andere Nahrung gewöhnen können. Wie gern würde ich jetzt ein Stück Steinfilet aus Dodongos Höhle genießen? Ja, keine Ahnung. Sag mir, wie sehr. Kann ich da drauf laufen? Langsam, 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 langsam. Okay. Was sagst du uns? Hey! Ein kleines Kind wie du muss einen guten Grund haben, um diesen Ort aufzusuchen. Ich hatte also recht. Du bist hier, um den roten Stein zu fressen. Nun, da kommst du zu spät. Er ist fort. Was? Das ist gar nicht der Grund, der dich herführt. Du suchst einen heiligen Stein? Damit musst du den leckeren roten Stein meinen, der vor kurzem noch hier lag. Ich war so hungrig, dass ich dachte, es wäre in Ordnung, nur ein kleines Stückchen davon zu essen. Als ich kam, war er fort. Ach, phew, zum Glück hast du ihn nicht gegessen. Vielleicht hat ihn Daruni ja weggenommen. Er sagte, es gefällt ihm nicht, dass alle immer so gierig schauen, wenn sie den roten Stein betrachten. Darunia hat sich in seinem Raum eingeschlossen. Er sprach, ich werde hier auf den Boten der Königsfamilie warten. Das bin wohl ich. Wow. Darunia hat sich in seinem Raum eingeschlossen. Er sprach, ich werde hier auf den Boten der Königsfamilie warten. Soll ich ihm das zeigen? Es kann ja mal nicht schaden, oder? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist das Schreiben? Hallo? Habe ich jetzt einen Bug ausgelöst oder was ist hier los? Warum ist es weg? Warum? Eine andere Idee habe ich noch, aber weiß nicht. Klingt richtig. Ich muss aber nochmal schauen, wie die. Ich weiß es gerade nicht auswendig. Tut mir leid. Wo kann man denn da schauen? Hier. Links hoch rechts, links hoch rechts. Okay. Ich hoffe, das funktioniert. Oh yeah. Das Tor öffnet sich. Da ist der Runia. Hau her. So, rede mit mir. Was? Wer bist du? Als ich das Lied der Königsfamilie hörte, dachte ich, ein Abgesandter sei eingetroffen. Stattdessen sehe ich ein Kind. Hat Darunia, der Führer der Goronen, es wirklich verdient, so behandelt zu werden? Ich kann es kaum glauben. Geh zurück ins Schloss und sag dem König, er solle mir einen richtigen Mann schicken. Du fragst, warum ich so schlecht gelaunt bin. Dämonische Kreaturen sind in Dodongos Höhle eingedrungen. Die Donnerblumenernte war schlecht und zudem leidet mein Volk Hunger. Doch wie dem auch sei, dies ist Sache der Goronen. Wir sind zu stolz, um die Hilfe Fremder in Anspruch zu nehmen. Was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt da tun? What should I say? What should I say? Ich weiß gerade wirklich nicht, was ich tun soll.
Kann ich die so nicht hochgehen lassen? Das Schreiben von Zelda ist weg. Was soll ich denn dann tun? Ja, selbst dann nicht. Okay. Gut, ich untersuche hier mal alles. Vielleicht finde ich ja was, was mir hilft. Ich habe solchen Hunger, dass ich nur ans Essen denken kann. Heiliger Stein. Du meinst sicher den roten Stein, der einst in unserer Stadt erstrahlte. Darunia nahm ihn an sich. Danach schloss er sich in seinem Raum ein und hat ihn seitdem nicht mehr verlassen. Seit dieser Zeit ist es dunkel in Goronia. Die Dunkelheit macht uns depressiv. Alles erscheint so sinnlos. Ich wünschte, jemand würde die Fackeln bei der Goronen-Statue entzünden. Ich glaube, in Darunias Kammer findet man Feuer. Ach, du bist wohl der wichtige Hinweisgeber hier. Okay, dann tun wir das doch mal. Deswegen auch dieser komische Hinweis mit, ich kann das wieder wegstecken, bevor er abgebrannt ist. Dann halt nochmal, wenn ich da hinten drin hängen bleibe. So. Schnell, 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 schnell. Okay. Du drehst dich jetzt, okay. Was bringt's mir? Was bringt mir das? Muss ich jetzt oben auf dich drauf springen? Ja, aber selbst wenn, warum? Why the hell? Jetzt ist sie oben offen und vorher war sie oben zu. Okay. Komme ich da auch von hier aus hin? Nein. Wird, glaube ich, nicht funktionieren. Also. Ab nach oben. Oben, 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 oben. Ab nach oben, oben. Wartet mal, geht es von dem Holz da unten? Ne, so nah kommt die da nicht hin. Okay. Nein! Ah, gerade sage ich noch, nein, so nah kommt die da nicht hin. Dumm. Nein. Oh. Dein Ernst, was soll denn der Schmarrn? Hätte es auch nicht gereicht, wenn das Teil einfach nur sich öffnet und sich nicht auch noch bewegen muss. Weil jetzt muss ich von oben auch schauen, dass ich das gut treffe. Naja. Die Musik hier gefällt mir. Die hat echt was. Aber... wie viele Tracks gibt es schon, die einem hier nicht gefallen? Wahrscheinlich recht wenige. Komm her. Ja, danke. So. Was? Muss ich da was reinwerfen?
Ach, Leute. Ich habe keine Ahnung. Bin ich den Weg hier schon mal gegangen? Nein. Oh Gott. Okay. Das ist doch dieses Symbol. Nee, 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 nee. Ah, Enterhaken, okay. Entschuldigung. Da war so eine Stelle, die man mit einem späteren Item nutzen kann. Oh Gott. Mann. Schock mich. Ja, nee, ich weiß jetzt wirklich nicht. Ich brauche halt dieses koronische Kraftarmband, von dem er gesprochen hat, oder? Weil ich muss da eine Bombe reinwerfen. Und hier wären auch Bomben, so ist es ja nicht. Aber ich kann sie halt nicht hochheben ohne. Seht ihr? Hier komme ich auch nicht rein ohne. Wo kriege ich dieses Kraftarmband? Mein Gott, jetzt hänge ich aber wirklich, oder? Ist doch gar nicht so lange her, dass ich es mal auf dem 3DS gespielt habe. Ist es da anders? Oder bin ich doof? Oder beides? Da muss ich jetzt vielleicht nochmal zu dem Chef hin. Nein, nein, nein. Oh, jetzt wollte ich nicht rein. Weil dann werde ich ja eh nur wieder oben hingesetzt. Diese Sache der Veronen. Wir sind stolz, um Hilfe vom Fremden in Anspruch zu nehmen. Ja, danke. Du hast mir sehr weitergeholfen. Jetzt bräuchte ich eigentlich Bomben. Entweder Bomben oder die Kraftarmbänder. Sagst du mir was? Rede. Ach komm, rede doch. Mann. Danke. Ich bin so hungrig, ich kann an nichts anderes mehr denken. Suche Darunia auf, um Antwort auf deine Fragen zu finden. Ja, zurzeit ist er sehr schlecht gelaunt. Dann kann er sehr abweisend sein. Doch ich weiß, wie man ihn aufheitern kann. Ja, das wäre super. Er mag zwar nicht so aussehen, doch er liebt Musik. Wann immer er ein Lied hört, muss er tanzen. Ich kann mich erinnern, dass Darunia besonders die Musik des Waldes mochte. Das waren noch Zeiten. Die Musik weckte in mir Erinnerungen an vergangene Tage. Die Fackeln sind ein Symbol des Lebens in Goronia. Würden sie alle brennen, wäre es hier sicher wieder schöner. Oh. Alle. Also alle, alle. Mein Gott, dann mache ich das halt auch noch. Und dann brauche ich die Musik des Waldes. Das heißt irgendwas von Links zu Hause, aber was? Nein! Boah. Millisekunde. Lauf, 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 lauf. Okay. Kommt jetzt jedes Mal, wenn ich eine Fackel anzünde, das Geräusch oder was? Wie soll ich denn hier die nächste Fackel erreichen in der Zeit? Oh.
ist die nächste Fackel? Ist sie wirklich die, die am nächsten ist? Hier? Ach komm, schau. Okay, ist schon vorbei an mir. Heißt es jetzt wirklich, ich muss bis da oben kommen? Das ist doch zeitlich nicht machbar. Oder brennen schon alle? Aha. Jetzt brennen alle. Dann sag mir, was mir das jetzt gebracht hat. Ich kann mich erinnern, dass Darunia besonders die Musik des Waldes mochte. Ja, das weiß ich. Das waren noch Zeiten. Die Musik weckte in mir Erinnerungen an vergangene Tage. Die Fackeln sind ein Symbol des Lebens in Goronia. Würden sie alle brennen, wäre es hier sicher wieder schöner. Sie brennen alle. Oder wo habe ich denn eine vergessen? Ich weiß nicht, wo noch Fackeln sind. Ja gut, es hat geheißen, der König der Goronen mag jede Musik. Aber die vom aus dem Wald halt besonders, aber vielleicht reicht ja jede andere Musik auch schon. Um ihn heiterer zu stimmen. Ich glaube, wir sollten mal hier rüber, weil das ist ja eigentlich von Steinen versperrt. Oh Gott. Hallo, Riesengorone. Da unten. So, jetzt sind wir hier dahinter. Und was bringt uns das? Würde ich schon ganz gern wissen. Ich habe auch das Gefühl, dass der Part schon ewig lang ist. Was bringt uns? Gar nichts. Nada. Geil. Naja, großartig andere Melodie kann ich ja noch nicht. Okay. Ja. Ganz gut, aber nicht genau das, was ich hören wollte. Ich mag Melodien, wie soll ich sagen, von außerhalb etwas Natürliches, Grünes aus dem Wald. Das ist meine Art von Musik. Oh, okay. Okay. Ich schneid's euch rein. Wir sehen uns gleich im Wald. Bestimmt hat da irgendwer eine Melodie für mich. Bis gleich. Die verlorenen Wälder. Ich hoffe einfach, ich finde sie hier. Der Trick hier ist, da wo die Musik am lautesten spielt, müssen wir lang. Okay, also. Ich folge jetzt einfach mal dem Weg bis zum Ende. So. Willkommen. Juhu. Ich hab dich erwartet. Schön, dich wiederzusehen, Tanuki. Hör mir gut zu. Hier, in den verlorenen Wäldern. Wirst du die heilige Lichthuhn finden? Dies ist ein Ort, den bisher nur wenige Leute betreten haben. Still, ich höre etwas. Ich höre eine fremde Melodie. Uhu. Kannst du sie auch hören? Muss ich mich noch einmal wiederholen? Nein! Beweise dein Geschick und finde den Weg durch den Wald. Verlasse dich auf dein Gehör. Du wirst schon bald dein Ziel erreichen. Ja. Und da geht's, glaube ich, zu den Goronen, da wo man dann die Musik gehört hat.
aber eigentlich suche ich ja Salia. Was ist denn hier? Ah, okay, ich verstehe schon. Noch nicht so wichtig, das erfahren wir alles noch. Die Mitte. Hier lang. Hier rechts. Waldlichtung. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich mache hier Dinge, die ich vielleicht noch gar nicht machen soll. Ich weiß es gerade echt nicht. Okay. Ich brauche da eigentlich nur eine Waldmusik. Ihr seht, ich erinnere mich halt echt nicht mehr. Oh Gott. Ich bin gerade zu blöd, mein Schild vor mich zu halten. Alter, was geht denn ab? Naja, es wird eh nichts dafür geben, den zu besiegen. Also, weg hier. Ah, fuck. Ich will hier nicht sterben. Kann ich mein Schild nicht vor mich halten? Mein Gott. Hier ist ja voll das Labyrinth. Oh. Und viel zu viele Deko-Typen. Oh, Ausgang. Bitte. Nein. Lass mich. Lass mich in Ruhe. Hilfe. Jetzt bin ich hier in irgendeiner Ruine gelandet. Okay. Ja, gut. Aber was es mit dieser auf sich hat, erfahren wir im nächsten Part.